Hi, willkommen hier in diesem Video. Kurzes Faktenvideo rund um das Phänomen Träumen. Weil das Thema so interessant und wichtig ist, stelle ich dir in diesem Video 7 Fakten vor rund um das Thema und die Bedeutung von Träumen. Kurzes Intro, dann geht's los. Viel Spaß! Fakt Nummer 1 ist, jeder Mensch träumt. Nur nicht jeder Mensch kann sich am nächsten Morgen an seine Träume erinnern. Ob du dich an deine Träume erinnern kannst, das hängt unter anderem erstmal davon ab, ob du das überhaupt möchtest. Und es hängt auch davon ab, wie hektisch du morgens aus dem Bett rauskommst, ja? Wie hektisch du aufstehst. Und ein wichtiger Faktor ist auch noch, ob bei dir die richtigen Gehirnregionen aktiv oder weniger aktiv sind. Und das ist nun mal von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Fakt Nummer 2 ist, wir träumen die ganze Nacht über. Früher dachte man, wir träumen nur in der REM-Schlafphase, weil Menschen, die in dieser Schlafphase aufwachen, sich meistens oder wahrscheinlich an ihre Träume erinnern können. Heute weiß man jedoch, wir träumen auch in den anderen Schlafphasen. Allerdings sind die Träume dann meist sehr kurz und nicht so spannend, weil die Gehirnregion für Emotionen und für Kreativität noch nicht so aktiv sind wie in der REM-Schlafphase. Aus Fakt Nummer 2 folgt Fakt Nummer 3, und zwar, dass wir uns meistens nur an die Träume erinnern, die wir kurz vor dem Aufwachen hatten. Und das liegt daran, weil wir vor allem in der REM-Schlafphase träumen. Und die REM-Schlafphase, die findet vor allem am Ende unseres Schlafes statt und wechselt sich dann immer mit dem leichten Schlaf ab. Und weil wir da am meisten träumen, können wir uns dann auch beim Aufwachen meistens nur an diese Träume erinnern und nicht an die Träume, die auch die ganze Nacht schon stattfanden. Fakt Nummer 4 ist, wir nehmen unsere emotionale Verfassung mit in den Schlaf und auch mit in den Traum. Und das liegt vor allem daran, dass in der REM-Schlafphase die Gehirnregionen aktiv sind, die bei uns Emotionen erzeugen und Emotionen verarbeiten. Träume dienen also der Verarbeitung von unseren Emotionen, aber unsere emotionale Verfassung kann auch beeinflussen, wie unsere Träume ablaufen, also wie wir träumen. Und das zeigt auch eine Studie des Harvard-Forschers Professor Stickgold, bei der 55% der Träume der Probanden die emotionale Verfassung des Vortages wiedergespiegelt haben. Fakt Nummer 5, das kennst du bestimmt auch, unsere Träume sind unlogisch. Und das liegt unter anderem daran, dass unsere Gehirnregion für logisches Denken in dem REM-Schlaf eher inaktiv sind und die kreativen Gehirnregionen, die sind besonders aktiv. Fakt Nummer 6 ist, der Mensch muss träumen. Eine der wichtigsten Aufgaben des REM-Schlafes ist die emotionale Verarbeitung von Situationen aus unserem Leben. Forscher waren sich allerdings lange nicht einig, ob es jetzt der REM-Schlaf an sich ist oder ob es die Träume sind, die dafür sorgen, dass die Situation emotional verarbeitet werden. Inzwischen konnte die Forscherin Rosalind Cartwright darlegen, dass es die Träume sind, die uns nochmal an diese Situation erinnern. Jedoch geht dadurch auch die emotionale Verbindung zu diesen Situationen verloren. Herausgefunden hat sie das bei Forschungsarbeiten mit Patienten, die an einem Trauma litten. Fakt Nummer 7 und somit auch der letzte Fakt für dieses Video: Wir können unsere Träume kontrollieren. Wäre das nicht cool, wenn wir unsere Träume kontrollieren könnten und das träumen könnten, was wir wollen? Das Ganze geht tatsächlich und nennt sich Klartraum oder auch luzides Träumen. Es gibt ganze YouTube-Kanäle und auch ganz viele Bücher, die sich nur mit diesem Thema beschäftigen. Allerdings, Forscher gehen davon aus, dass nur 20% der Menschheit dazu in der Lage ist. Du kannst ja einfach mal ausprobieren. Falls ich jetzt dein Interesse für das Thema Träumen geweckt habe, habe ich gute Nachrichten für dich, denn dieses Video ist das erste Video zu einer kleinen Serie rund um das Thema Träumen. Also lass uns gerne ein Abo da, falls du noch kein Abonnent bist, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Auch gerne einen Daumen, falls schon wertvolle Informationen heute hier für dich dabei waren. Schreib auch gerne mal in die Kommentare, falls du weitere Fakten rund um das Thema Träumen schon kennst, weißt und was du gerne wissen möchtest zum Thema Träumen. Dann machen wir dazu ein Video vielleicht oder wir antworten dir. Und ja, ansonsten würde ich sagen, schau mal bei Instagram vorbei. Nicht, dass ich das schon wieder vergesse. Schau mal bei Instagram vorbei. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Einfach Schlafonaut bei Instagram eingeben. Findest du uns auf jeden Fall. Kannst uns gerne folgen. Würden uns freuen.
Und dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer du das Video guckst. Und ja, würde ich sagen, tu deinem Körper was Gutes, schlaf gut und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao!